folgende Situation. Du hast dir vorgenommen, an dem heutigen Tag rauszugehen und endlich wieder mal tolle Erlebnisse haben mit Frauen. Rauszugehen, Frauen ansprechen, eine tolle Zeit haben. Aber irgendwie fühlst du dich einfach noch nicht bereit dazu. Und jetzt kommt für dich ein Tipp, etwas, was ich gerne bringe, um sozial mich aufwärmen und danach viel entspannter mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und zwar, was kannst bringen, ist, dass du auf eine Gruppe von Frauen zum Beispiel zugehst und dass du sagst, hey, passiert es eigentlich viel, dass ihr vom Mann einfach so im Alltag angesprochen werdet. Passiert das viel? Jetzt würde ich dich vielleicht fragen, warum genau die Frage? Ganz einfach. Es ist eine Meinungsfrage. Du fragst nach einer Meinung. Erstmal, passiert dir das? Sie wird sagen, ja, ich erlebe das viel oder nicht. Aber danach kannst du fragen, hey, passiert das viel? Und ist es dann so, dass du es angenehm empfindest? Oder ist es so, dass du es unangenehm empfindest? Und als zweites kannst du fragen, ist es so, dass du es in anderen Ländern anders empfindest, dass du es anders erlebst? Oder ist es so, dass du es nicht so erlebst? Und wenn Frauen etwas gerne machen, speziell Frauen, ist es, über gesellschaftliche Themen zu reden. Das ist wirklich etwas, was ich dir ans Herz legen kann. Bring das. Geh zur Gruppe zu. Auch wenn es vielleicht mal einen Typ dazwischen hat. Geh einfach auf sie zu und frag sie, hey, wirst du viel angesprochen von fremden Männern? Wirst du eigentlich viel von fremden Männern angesprochen, einfach so im Alltag? Sorry, I don't speak German. Can I ask you? Yeah. Can I ask you? Is it often happening to you that you get approached by a man during the day, like here? Yes. Yes? And how is this for you? Is this something you enjoy or you more feel under pressure? I mean, it depends how the approach is. Yeah. Because a lot of time, I'm just some guys are whiffle like. Ah, yeah. So, yes. Like pfeifen. Yes. All right. So, but when it's just like you, it's okay. All right. Thank you for the feedback. You're welcome. Also, wie du siehst, empfehlenswert ist natürlich auch, dass du vielleicht ein bisschen Englisch kannst oder eine andere Sprache, wie du jetzt gemerkt hast. Bring das mal in den Kommentar rein. Was ist so ein Standardsatz, den du kannst bringen, um in das Gespräch hineinzukommen? Und wenn das Video gefallen hat, dann tu es doch mit anderen teilen und abonniere den Kanal. Das war es. Ich bin Janosch von Deep Connection. Ich gehe jetzt hier weiter. Macht's gut. Ciao zusammen.